So, und damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Elderdome zu einem neuen Part. Ja, Super Mario Party mit dem Zwergenfürst, mit Wario, mit Waluigi und mit Bowser Jr. und dem Knochentrocken, den ich spiele. Jo, auf geht's. Heute haben wir Folgendes vor. Heute soll es hier in die Partner-Party gehen, hier soll es weitergehen. Goldrauschmine haben wir im letzten Part geschafft, da sind wir so Erste geworden. Heute ganz schnell ab in die Partner-Party. Jo, Partner-Party, vitaminreiche Wege, ja, gut. Ist ja klar. Also, auf geht's. Auf in die fruchtreiche, in die fruchtige Map auf das Spielbrett mit dem gesunden Obst und Gemüse. Ja. Ananas, Melone und die anderen Inseln, naja, das war's, glaube ich. Vitaminreiche Wege. Und die anderen Stellen keine Früchte da. Willkommen auf diesen Inseln, Abenteuer-Teams. Seid ihr zum ersten Mal hier? Nein. Beim Spiel im Team ist einiges anders als für Einzelspieler. Sind euch die Regeln klar? Sollen wir die Regeln durchgehen? Nein, sollen wir nicht. Dann lasst uns jetzt auswürfeln, welches Team beginnt. Die Würfel beider Teammitglieder werden damit zusammengezählt. Jo, so muss sein. 6 versus 5. Jo, wir beginnen. Gewinnen tun wir noch nicht, aber beginnen tun wir erstmal. Jo, so sieht's aus. Seht ihr mal, wo der erste Stern platziert ist, den es zu erreichen gilt. Jo, da geht die Sternparty los. Der Kampf um die goldenen Sterne in Super Mario Party. Mit Team Knochentrocken und Team Wario gewinnt. Beginnt. Ja, ich verwechsel heute auch schon ziemlich viel. Prima, dann kann ja nichts mehr schief gehen. Außer der Zwergenfürst verspricht sich. Beide Teammitglieder teilen ihre Münzen und ihre Items. Deshalb ist gutes Teamwork äußerst wichtig. So, jetzt ist aber endlich das startende Teamanzug. Jo, und zwar Team Knochentrocken. Jo. So, dann würfle ich doch mal mit dem Knochentrockenwürfel. Warum nicht? Ja, gibt's nur 1 und 6. Kann ja noch schlecht oder gut werden. Das hier war ziemlich schlecht, aber zum Glück hat's. Oh, hoppala. Da bin ich ein bisschen gegen den Tisch gerammelt. Zum Glück hat mein Kollege hier für eine gute Nummer gesorgt. So, Glücksfeld, so muss das sein, aber Pilzfeld, nicht Glücksfeld. Ah, ein Itemfeld, so war das. Ein goldener Turbopilz, gleich in der ersten Runde, na, Spitze. Na, das fängt ja schon gut an. Als zweites dran ist Team Wario, hab ich richtig gesagt. 10 Runden, das wird wieder eine lange Partie. Ich hoffe, ich überlebe das hier. Ja. Oder ich muss zwischendurch mal unterbrechen. Eine Aufnahmepause machen. Rausgehen geht ja leider nicht. In diesem Spiel. Eine Party kann man ja nicht verlassen. Deshalb muss ich die Konsole leider anlassen. Jo, Aufgabe die Hälfte zusammenführen. Ah, okay. So, das dann drehen. Und zack. Jo, sieht doch gut aus. Dürften wir hinkriegen. Wie es mit dem gegnerischen Team aussieht, weiß ich nicht, aber das linke Team. Jo, das andere Team scheint
braucht uns hier nicht zu interessieren. Na komm, so irgendwie. Ja, dann Bowser Jr. schon das Richtige gemacht. So, ja, so. Sehr gut. Mitgedacht. Der Komm hat mitgedacht. So ist es gut. So muss das sein. Tink noch ein Trocken gewinnt. So. Und wir führen. Haben zwar noch keinen Stern, aber wir haben die meisten Münzen. Deshalb führen wir in dieser Partie jetzt schon in Runde 2. Oh, Mario landet hier auf diesem Feld. Ja, da bin ich doch ganz in der Nähe. Ja, so, die Knochentrocken ist als erstes dran. Ja, das Item einsetzen? Ja, warum nicht? Warum nicht? Das bringt doch etwas. Vor allem bei meinen Einzelwürfeln. Mit denen nehme ich trotzdem den Würfel. Kann ja sein, dass man eine 6 kriege. Eine 2 und eine 3 und eine 4 und eine 5 ist zumindest ziemlich unwahrscheinlich. Eine 6. Ja, nice. 12 für mich. Ja, supi. So. Du holst den Mario. Okay, dann mach ich mal Hops hier rein. Halt unmöglich. Okay. Müssen wir wohl wieder hier so eine Tour machen. Der Stern ist da drüben. Ja, da müssen wir wohl. Oder übel dahin. Das werden wir doch wohl irgendwie hinkriegen. Pass auf, das kriege ich hin. Nee. Nee. Ist noch nicht das Wahre. Ja, wird jetzt hier wieder ein bisschen taktiert. Das zieht sich die. Dadurch zieht das, sich das Ganze irgendwie ein bisschen in die Länge. Nein, so auch nicht. Irgendeinen Weg muss es geben. Vor allem haben wir hier ein bisschen mehr Platz, da wir hier nach unten gehen können. Na, fast. Nee, das will ich nicht machen. Wie machen wir das am dümmsten? 4 Felder. Und das sind 3. Fünf, vier, drei, zwei, eins. Ja gut. Das wird wohl nix. Dann machen wir halt einen anderen Plan. Ja, ich weiß, das habe ich jetzt ja schon viel zu lange rausgezogen. Dann gehe ich halt hier erstmal auf diese Insel hoch. Auf das Itemfeld hole ich mir das Item. Ja, ist auch was wert. Dann hoffe ich auf Bowser Jr., dass der mal den Weg irgendwann in Richtung Sterne macht, dass der durch die Röhre hüpft. Jetzt nicht in dieser Runde, aber in der nächsten dann hoffentlich. Ja. Und dass Team Wario uns nicht zuvorkommt. So, Runde 2, Team Wario. Auf I. 5 und 2 macht 7. Ja. Okay. Okay, Wario, der kommt da rein. Der ist schon drüben. Wenn ich richtig gesehen habe. Hat der uns jetzt gerade Münzen abgeknüpft? Nein, Waluigi war es. Waluigi, besonders eigenes. Ja, und der rutscht jetzt da mal durch. Ist gleich direkt am Stern. Oh wei. Da muss ich mich auf dem nächsten Weg gleich direkt dorthin machen.
Oder der liebe Bowser Junior kriegt das hin. Naja. Oha, das Spiel. Das ist ein bisschen mies. Das schaffe ich noch nicht ganz. Das habe ich noch nicht ganz kapiert. Aber ja, gut. Schauen wir mal, dass wir es hinkriegen. Spielweise ist bekannt. Das kriegen wir irgendwie hin. Ja, ist ein bisschen Balance notwendig. Ich bin oben rechts, nein, oben links. Viel Information. So. Nicht rauswerfen, das Ding. Na. Noch zwei Seiten, wenn ich richtig sehe. Noch eine Seite. Na komm, ich sehe sie doch. Ist oben. Na komm. Na komm. Nein. Diese Seite, diese Seite. Ach verdammt, warum bist du nicht auf dieser Seite? Na komm. Na komm. Die Kombos sind schwach. Na komm. Na komm. Das gegnere Team. Ah, so schwach ist es nicht. Mario hat es schon geschafft. Ach Mann, jetzt habe ich es rausgeworfen. Ah, verkackt. Bowser Junior ist Dritter. Ah, verdammt. Ja, wie gesagt, ich beherrsche das Spiel noch nicht. Dieses Minispiel ist noch so gar nicht meins. Absolut nicht. Aber noch immer führen wir unverändert. So ist es gut. Na, das kann sich gleich in der nächsten Runde ändern. Weil Waluigi ist schon am Start. Ich bringe mal ein bisschen zusätzliche Würze ins Spiel. Ach ja, deine Pechsfelder. Ja, die kannst du mir eigentlich sonst wohin stecken, Kamek. Ja, böse, fiese Pechfelder. Ja, ich zittere, ja. Ich zittere, ich bebe. So, Items, was habe ich denn da? Ein Turbo-Pilz. Kann ich gebrauchen? Ich will hinüber. So, Würfel. Na komm. Bowser Junior. So, eine 6. Jo. Turbo-Pilz plus 3 macht 10. Nein, da will ich nicht lang. Ich will hier rüber. Au, Kacke. Ein Fels zu wenig. Hätte eine 11 gebraucht. Was macht Bowser Junior da? Ach, Mann. Bowser Junior, was machst du denn da? Ist doch Kacke. Na dann. Komm zu dir, Bowser Junior. Wie unnötig. Jo, Geld vom Wario-Clown. Das ist genau das, was er uns abgezogen hat. Jo. Vier auf einem Feld. Jo. Bowser Junior, Mario, Wario und Knautrocken. Ich bin sehr im Feld gelandet. Ach so, das sind Punkte. Plus zwei Münzen. Naja, super. Und Team Wario ist dran. Ach du Scheiße. Die holen sich doch jetzt den ersten Stern. Ja, das ist... Da brauchen sie ja nur zwei Würfeln. Ja, das, was Waluigi gerade getan hat. West, der steuert dran vorbei. Ja, gut. Sind nicht die hellsten, die beiden. Dann schaffen wir es vielleicht doch noch. Ist das die Wahrheit? Ist das jetzt die Wirklichkeit? Ist das die Möglichkeit, dass die jetzt einfach... Ja, das Spiel kenne ich. Dass die das einfach versaut haben? Ist ja geil. Da können wir es in der nächsten Runde tatsächlich noch toppen. Ja, Waluigi und Wario sind jetzt nicht die hellsten. Ja. Ja. Ja, bitteschön. Da sind viele drin. Jetzt muss man am Wackeln was erkennen, was drin ist. Nein, da ist nur eine drin. Bowser Junior macht keine Miesen. Okay, da sind viele. Glaube ich zumindest.
Kann ich den eigentlich auch einen wegnehmen? Kann ich nicht. Ja, da sind eine Menge drin. Nein, da sind nur wenige. Da ist nur eine drin. Sind zwei oder drei. Ja, passt. Ja, das sieht doch super aus. 21 und 11. Ja. Das Doppelte, wenn ich richtig gezählt habe. Und ich mich nicht komplett verrechnet habe. Ja. Minispiel gewonnen. Ja, und da kann es mal weitergehen. Superb. Unverändert erster Platz. So lange, bis die sich gleich den nächsten Schatz, den nächsten Stern wegschnappen. Ja gut, jetzt sind sie gerade vorbeigelaufen. Wir sind als erster dran. Hoffen wir mal das Beste. Na komm, eine 6, eine 7 und da eine 9. Ich eine 7 und er eine 9. Was macht denn der? Achso, ja, müssen wir ja. Hat er gut gemacht. Kann ich ihn nachmachen? Ja, kann ich. Sehr gut. Sind doch beide. Sind doch beide drüben. Zwar noch nicht am Ziel. Das wird wahrscheinlich Mario jetzt erledigen in dieser Runde. Und wir sind schon mal drüben. Ist doch schon mal ein Anfang. Der Stern zieht dann wahrscheinlich woanders hin, aber ja. Auf demselben Feld gelandet, immerhin. Haben wir genug Münzen? Das sollte man auch irgendwie zumindest in Sachen Münzen vorhanden sein können. Na, wenn die es jetzt verkacken, wenn die jetzt da drum herumlaufen. Naja, das ist ja dann zu blöd. Zum Glück, um wahr zu sein. 12 Schritte. Okay, das könnte zu schwierig werden für die. Okay, einer ist drauf gelandet. Ja, Mario ist auf dem Feld gelandet. Holt sich den Stern. Münzen haben sie auch genügend. Ach, verdammt. Schaut so aus, jetzt nehmen die jetzt vorne. Dann müssen wir wohl in der nächsten Runde, in den nächsten Runden aufholen. Erhalten. Ja, die sind hier ein bisschen schwieriger zu erhalten. Ist nicht so schnell aufholbar. Ja, dauert ein paar Runden, bis wir aufgeholt haben. Deshalb Vorsicht. Wir sind schon in Runde 4. Ja. Da mal sachte. Müssen wir gucken, dass wir nicht zu viel Zeit verstreichen lassen, bevor wir uns den nächsten Stern holen. Könnte knifflig werden. Ach, drüben auf der Ananas. Nein, auf der Melone. Wassermelone. Och. Wie viel Appetit ich jetzt auf Wassermelone habe, könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Jetzt eine leckere Wassermelone. Ananas wäre auch nicht schlecht. So eine schöne, saftige Frucht. So ziemlich heiß draußen. Leute. Ja, da kann was gebrauchen. Dasselbe Spiel nochmal. Ja, so irgendwie. Zum Glück hilft der Bowser Junior ein bisschen mit. Ist nicht ganz alleine. Na. Bowser Junior kriegt es denn doch irgendwie hin. Ja. Ich versuche auch mein Bestes. Ende. Nice. Alles klar. So, Team Knochentrocken gewinnt. Die nächste Minispielrunde. So muss das sein. Plus 2 Münzen. Das ist aber kein hoher Preis für einen Minispielsieg. 2 Münzen, das waren vorher mehr. Das waren anderen Mario Party Spielen. Das war ein höherer Preis. Ein höherer Preisgeld.
glaube sogar in der richtigen Party. Hier in Super Mario Party war da schon eine höhere Zahl. So, zack. Eine 6. Boah, ich habe heute ein Glück. Nur die erste Runde war ich mit einer 1 unterwegs. Jetzt kommen die ganzen 6en hier. Jo, ab zum nächsten, würde ich sagen. Na komm, kein Feld verschenken. Ehe was? Na komm. Oh, dann bleib ich mitten auf der Brücke stehen. Naja, gut. Machen wir es trotzdem. Oder nee, ich gehe mal hier hoch, vielleicht ist das die bessere Wahl. Auf das Feld will ich drauf. Jo, hier hoch. Da gibt es ein kleines Item geschenkt. Währenddessen macht sich Bowser Jr. auf den Weg zu dem Stern. Wähle ein Geschenk aus, das rote oder das grüne? Ich nehme das rote. Oha! Oh, scheiße. Was wäre dem anderen drin geblieben? Was wäre dem anderen drin gewesen? Ein Stern? Hätte sein können. Wow! Ein riesen Koopa. Über die Querung dieser Brücke ist etwas schwierig. Team Mario. Okay, ich geh mal kurz, ich muss mal das erste Mal spielen. Bin kurz weg. Nächstes Spiel, Minispiel. Ja, Munitionsmatte. Ich war mir kurz mein Getränk kalt stellen. Dann war das Spiel. Jung. Mal zurechtrücken. Bin wieder da. Bin wieder bereit. So. Zack. 12 Munition. Gegen 6 Munition. Ich hab mir für nachher mal ein kleines Getränk kalt gestellt. Ehrlich gesagt, ein großes Getränk. Das ist ein bisschen untertrieben. Oh, nur 4 Munition. Schlecht. Wer die meiste Munition hier hat, der gewinnt. Auwei, sieht schlecht für uns aus. So müssen wir besser springen. Ach, nur eine 1. Was machst du denn? Was machst du denn, Knochentrocken? Oh, Kacke. Unsere Burg ist am Einstürzen. Na komm, mach was Gutes draus. 5 und 24. Jo, nice. Wird zurückgefeuert. Batz. Jo, das sieht doch gut aus. Naja. Letzte Runde. Na komm. 6, 4, 24. Ja, nice. Na komm. Mach's alle. Jo. Oh, bei uns stehen noch 4. Super. Das sieht doch geil aus. Geklappt hat's. Gewonnen haben wir. Jo. Jo sind's. Und weiter geht's auf der Jagd nach den goldenen Sternen. Team Wario führt immer noch. Aber wir haben jede Menge Münzen und Team Wario hat keine mehr. Kann sich den nächsten Stein also auch nicht leisten. So, würfeln wir mal. In Runde 6 sind wir schon. Joa, liegen wir doch gut in der Zeit. Joa, passt doch. Runde 6. Laut Uhr sind wir noch im ersten Part. Vielleicht. Mal schauen. Ja, ich komme nicht so weit mit meinen Punkten, aber ja, ich hoffe, er kriegt da was hin. Besonders eigenes.
Oben steht ein Stern. Komisch aus, vielleicht könnte man mit... Oh, so schnell kann ich nicht lesen. Sorry. Okay, hier sind noch nicht beim Stern. Ich hoffe, die kommen da nicht hinterher. Ja, ich weiß nicht, ob in welchem Part wir jetzt sind, ob wir schon im nächsten Part sind oder in diesem Part. Ja, produzieren jetzt einfach beide Parts hintereinander. Spiel die Runde, das Brett einfach durch. Und wird nicht ganz eine Stunde sein, aber ja, ich werde es dann doch in zwei Parts aufteilen. Oha, ein Blooper steckt zu. Macht der Brick kaputt oder was? Oh wei. Wütender Mega-Blooper. Tja. Da kommt man wohl so schnell nicht mehr rüber. Nächstes Minispiel. Na, was haben wir da? Nicht den Faden verlieren.